Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir sind wieder in der Wüste Varrant. Ich habe nicht erwartet, dass wir so schnell wieder hier sind. So, Ben Erai. Wofür das hier? Morasul. Ich würde aber erstmal in Richtung Ben Erai gehen. Wir haben da ja noch ein paar Quests offen. Aber ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir so schnell wieder hier sind. Obwohl wir gerade eben noch eigentlich gefühlt in Nordmai waren. Ja, hier sind mir zu viele von denen, Schakalen. Vor allem auch 22 Lernpunkte haben wir. Die wollen wir noch irgendwo sinnvoll investieren. Speicher noch einmal, bevor wir gleich gegen die antreten müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir gegen die antreten dürfen. Vielleicht können wir auch einfach so an denen vorbei. Okay, es hat gepunzt. Wir können so an denen vorbei. Wir haben ja hier eh noch ein paar Fälle und so weiter abzugeben. Ist eigentlich unser Leben voll? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal hier einmal. Sieht eigentlich voll aus. Ist voll, okay. Okay, was war das denn? Oder? Ich frage mich immer noch, was das für ein Geräusch ist. Irgendwelche Vögel, die man nicht sehen kann. Das sind mir echt viel zu viele Schakale. So, an dem will ich ja vorbei. Das hört sich an nach Sandcrawlern, die da hinten irgendwo sein könnten. So, wir waren ja auch eigentlich auf der Suche hier in der Wüste nach Mühlenstein. Vielleicht sind hier noch irgendwo welche. So, Kämpfer. Den mussten wir auch noch. Luca, los geht's. So, Sancho. Ich sollte Sklaven für Vasco kaufen, wurde. Vasco hat mir ein weniges Geschäft angeboten. Was hatten wir hier? Wir sind, nee, da, hier, Ben Erai. Ein schmutziges Geschäft. Vasco? Ach, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven. Halt um alles, was anliegt. Nun, das hat mich wieder einige gekostet. Ich frage mich, was? Nun, ich arbeite schon ziemlich lange für Sancho. Klar, er kümmert sich um den Tribut für Zuben. Aber glaub mir, es bleibt genug für ihn selbst übrig. Worauf willst du hinaus? Nun, ich könnte dich mit einer stattlichen Summe Gold zum Sklavenhändler nach Braga schicken. Und? Natürlich tun wir nur so, als ob. Und unterwegs würdest du leider von Nomaden befallen werden. Wenn du das Sancho erzählst, kriegst du 500 Goldstücke von mir. Bist du sicher, dass er mir das abnimmt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es dir nicht anbieten. Überlege es dir. Eine kleine Lüge bei Sancho und wir sind im Geschäft. Ich speichere nochmal. So, Sancho? Ich sollte Sklaven für Vasco kaufen und wurde überfallen. Ich sollte Sklaven für Vasco kaufen und wurde überfallen. Oh nein! Und das ganze Gold ist... Ist weg, ja. Diese verdammten Nomaden. Sie sind noch schlimmer als alle Crawler der Wüste. Obelia, strafe sie mit deinem Zorn! Okay. Haben wir auch nochmal Erfahrung bekommen. Vasco war hier hinten der da, oder? Vasco. Alles klar, Sancho ist auf die Geschichte reingefallen. Alles klar, Sancho ist auf die Geschichte reingefallen. Habe ich es dir nicht gesagt? Hier ist dein Anteil. Und jetzt wollen wir nie wieder darüber sprechen. Okay. Haben wir erledigt. Haben wir hier sonst noch was? Crawler-Jagd. Vom Westen her kommen immer wieder Crawler.
In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Okay, nach Westen. Westen ist da hinten. Also hier, vielleicht dort? Das wäre aber Norden. Also hier unten müssten irgendwo Crawler sein. Bestimmte. Aber hier in Bennerei sind keine Mühlensteine. Wer sind die jetzt? Für Nomaden? Freund oder Feind? Dir werde ich helfen. Zeigen. Das sind feindliche Nomaden, okay. Bleib stehen! Wahrscheinlich Räuber. So. Ah! Oh, ja, ja. Kopfgeldjagd Jespers. Krieg ich dich doch noch. Das ging aber auch echt schnell mit dir. Au! 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 Sehr schnell. So, dann haben wir jetzt zwei Katanas auch wieder. Da sind noch ein paar. Drei müssten das, glaube ich, sein, die dort sind. Ne, zwei. Kann er den erschießen? Nee. Jo, das war übel. So, dann ist nur noch er übrig. Alle erledigt. Für wen war jetzt die Kopfgeldjagd nochmal? Okay, also diese ganzen Kopfgeldjagden sind an Nomaden, die abtrünnig wurden, sagen wir mal so. Oh, noch eine Kaktusblüte. So, Sancho? Ne, für ihn war das nicht. So, Bett. Legen wir uns mal hier hin. So, haben wir den schon gelesen? Uninteressant. Okay, für wen war das? Kann ich ihn nochmal lesen? Okay. Hudert für so gut war das wahrscheinlich. Oder Kamper. Im Osten, also da unten. Warte mal, darf ich da schon eigentlich hin? Halt! Keinen Schritt weiter! Kann ich in die Stollen? Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, hier können wir noch immer nicht in die Stollen. So, einen Moment. Ich muss eben kurz mal gucken. Für das Meisterschwert. Ne, wir haben keine Katanas. Das sind also normale Assassinschwerter, die wir haben, oder wie? Und wie viele Kaktusblüten haben wir mittlerweile? Die waren hier.
Kaktusblüte 4 Stück. Von 10. Ach komm, wir gehen erstmal nochmal weiter. Und schauen uns da nochmal um. Genau, und da haben wir auch noch hier Vatras. Den müssen wir auch irgendwie noch befreien. Ah ja, und dann können wir die Eiswolfsfälle hier noch abgeben. So, hier für den da, für den Träumer. Sibur, ich habe deine Felle. Ich habe deine Felle. Danke, o glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der reißenden Bestien des Nordens. Die Karte. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Man kann's ja mal versuchen. Hier, die Zeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeichnet habe. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Schiffszeichnung erhalten, ne? Wo finden, ne? Warte, die waren hier, ne? Nee. Hier vielleicht? Schiffszeichnung. Skizze von berühmten Schiffen. Kann ich nichts mitmachen. So. Wir passen auf. Fabio? Speicher noch einmal. Wofür bräuchte ich hier nochmal den Ruf? Wir können später noch reden. Kann ich Vatras sehen? Da, da ist er. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Fehlender Gegenstand Schlüssel. Mammut? Verflucht! Was willst du? So, Grubutz? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Da kann mir nichts mehr beibringen, okay. Rasul? Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Sumpfkrautpakete? Komm, geben wir ab. Kampfstab. Das kann weg, das kann weg. Den Bolzen brauchen wir auch nicht, wir nutzen das ja nicht. So, Goldausgleich. Oh, warte mal. Hier, die können weg. Das kann weg. Dann Tiere rufen, brauchen wir nicht. Tierzähne, Blitzschlag, vergessen. Fernheilung, Landschwert lassen wir. Dann hier, wir haben so viel Schnaps. Ich habe bisher noch keine Ahnung, wofür wir die brauchen. So, gegen Krankheit, brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir noch. Das aber nicht. So, die können weg. Die brauchen wir auch noch.
Nun, das müsste passen. Das müsste reichen, oder? So, kann er mir... Bring mir was über Alchemie bei. So, wie ich Giftpfeile herstellen? Ich will Waffen vergiften. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Im Grunde genommen ist Gift nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemietisch. Gib alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Okay, so, dann Waffen vergiften. Ich will Waffen vergiften. Du brauchst zunächst eine Waffe und das Gift. Vermeide, dass du die gesamte Klinge in Gift ertränkst. Trage es in einer dünnen Schicht nur auf der Schneide und der Spitze auf. Und pass auf, dass du dich nicht schneidest. Okay. So, 9 Lernpunkte haben wir noch. Permanente Tränke. Dazu bist du noch nicht bereit. Verwandlungstränke finden wir noch. Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Alchemietisch. Wer hat einen Alchemietisch? Hier gibt es keinen Alchemietisch. Hat er eins? Oder ist hier eins vielleicht? Hier ist keins. Ich komme so nicht hoch. Hier ist kein Alchemietisch, okay. Wie sieht es denn mit der Waffe jetzt aus? Die ist geschärft und gesegnet. Also die macht jetzt insgesamt 100 Schaden. Wenn wir die jetzt noch vergiften könnten, wäre super. Also, wir können das ja, aber ohne Alchemietisch, glaube ich, geht das nicht. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier, Waffen vergiften können wir schon. So, Gift herstellen. Jetzt fehlt nur noch das hier und das hier. So wie die Dinger. Gehen wir mal weiter. Also sind hier eigentlich tatsächlich wirklich noch einige Quests offen, die wir eigentlich schnell noch erledigt haben können. Da haben wir wieder einen Oger. Und der scheint alleine zu sein, kann das sein? Hast du einen Namen? Ne. Da heißt einfach nur Oger. Da! Da! Okay, mit dem gefällt mir das nicht. Da. 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 Jo, das wird... Da. Das wird mir ein bisschen zu viel mit dem. Da. Verdammt. So, okay, wie machen wir das jetzt? Oder wir gehen einfach an dem erstmal vorbei. Wir müssen den ja nicht bekämpfen. Der hat auch keinen gesonderten Namen oder so. Ruckel. Wo ist die Straße? Ist das hier noch die Straße?
Alter, warum ruckelt das so? Immerhin gibt's hier keine Untoten mehr, ne? Noch Tote, aber keine Untote mehr. So, gibt's hier einen Alchemietisch? Stör mich nicht. Ja, gut. Heul leise. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Kaktusschnaps. Ich hätte gerne einen Alchemietisch oder sowas. Alchemietisch, da haben wir's. So, Heiltränke, warte mal. Wasser 0 im Inventar, okay. Wie komme ich jetzt an Wasser? Daro? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Können wir uns nicht mehr leisten? Hier haben wir nochmal Schnaps. Aber wie vergifte ich jetzt meine Waffe? Wenn ich jetzt nochmal kurz hier hingehe. Alles, was man braucht, ist eine Klinge, eine Flasche Gift und das Wissen, wie man es anwenden muss. Wie vergifte ich jetzt meine Waffe, Julio? Zeig mir deine Ware. Hast du Gift dabei? Hier hast du Gegengift, okay, aber... Hier haben wir Wasser. Dann machen wir einen Goldausgleich draus. Und ziehen mal das wieder hier hin. So, machen wir nochmal 3. Für alles braucht man Wasser. Okay, hier gibt es aber auch keine Mühle. Also, die man heben kann. Ist das jetzt eine Sandspur? Das mit Sandsturm finde ich jetzt interessant. So, wo ist die Straße hin? Ich sehe die nicht mehr. Da. Das ist sie doch, oder? Also da hinten wollte ich jetzt auch nochmal nach so einem Ding suchen. So ein Mühlenstein. Ich glaube, ich höre hier Sandcrawler überall. So, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich wollte hier. Genau, Bakaresch. Dann Morasul müssen wir nochmal. Dann wieder von zurück nach Praga und dann nach Ishkar. Zuben sind wir ja noch nicht begegnet.
Benito, Kämpfer. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, ja, alles gut. So, hier haben wir noch einen seltsamen Pilz. Oh, nee. Wie sehr ich die hasse. Da ist schon der nächste. Wo kommen die alle her? Da! Ist das ein Krokodil oder? Das ist ein Krokodil, okay. Ah, wir kommen hier bei Silvion. Kann er mir noch... Würdest du mich im Kampf unterrichten? Auch nur zwei Hand, okay. Was haben wir hier noch für Quests? Bakarisch. Kampf um den Titel. Mehr haben wir hier nicht. Bring mir was über Alchemie bei. Giftpfeile und permanente Tränke. Dazu bist du noch nicht bereit. Was damit? Zeig mir, wie ich Giftpfeile herstellen kann. Du brauchst ein Gift und ein paar Pfeile. Dann tunkst du deine Pfeilspitzen vorsichtig in die Fiole. Du brauchst eine ruhige Hand, also nimm dir Zeit dafür. Okay. Ein Lernpunkt haben wir noch. Aber wie mache ich das? So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, hier. Ah, Gift. Ah, ich hatte auch Gift. Okay, warte mal. Machen wir mal einen Goldausgleich für. Kriegt er dann 1800 für. Das Geld haben wir. So, alchemietisch. Okay, wie vergifte ich mein Schwert? So, einen Moment. Einmal speichern. Nicht, dass ich jetzt irgendwie was Falsches mache. Ah! So, okay. Geschärft, gesegnet und vergiftet. Haben wir damit alles einmal gemacht. Zeig mir deine Ware. Und wir können zur Not nochmal links machen. Ich kann dir das nicht geben. Du bist nicht würdig. Ich kann dir das nicht geben. Du bist nicht würdig. Die könnten wir uns holen. Aber die hat weniger Rüstung als unsere Dingens hier. Aktuelle. So. Gibt es hier so einen Mühlenstein? Irgendwo? Vielleicht speichere ich noch einmal. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit eurem Gold. Da unten warten die immer noch. Da wartet nur einer. Bevor ich gegen den antrete, ich werde dich besiegen. Oh. Es gibt eine da.
Hat die nicht vorher gespeichert? Ist jetzt ein bisschen doof, wenn ich vorher nicht gespeichert habe. Na, aber echt, wie soll ich gegen beide auf einmal antreten? Wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Bis jetzt ist hier noch kein Mühlstein. Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut bezahlen. Beliar kennt keine Gnade. Es gibt keine Erbarmen. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen nur den Schmerz und den Tod. Wir gehen mal weiter in Richtung Morasul. Ich hatte jetzt erwartet, dass hier auch sowas wie Mühlensteine gäbe. Aber anscheinend nicht. Also Ausdauer wieder voll machen. Stimmt, bei den Wassermagiern da hinten. Da müsste doch hoffentlich auch einer sein, oder? Ich hoffe, dass da zumindest einer ist. So, wo ist denn die Straße hin? Oder gibt es hier irgendjemanden? Hier gibt es Wasser. Ah, hier haben wir die Nomaden. So, Ateras. Am besten du hältst dich da raus. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Bei ihm kann ich auch nochmal lernen, aber ich mache einmal den. So. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Jetzt müssen wir hier nur noch den Weg, zu denen will ich nicht hin. Straße wiederfinden. Was ist das hier? Königsdistel. Wir haben ja ein paar Dinger hier wieder eingesammelt, hä? Der hier nicht. Da haben wir ein mächtiges Problem. So, Jagdgeschick plus 1. Warte mal. Ausdauer plus 8. Und hier steht plus 25%. Wenn ich jetzt einen nehme. Okay, nee, das ist wahrscheinlich die Prozentzahl. Und nicht die permanente Ausdauer.
Jetzt fehlen mir wieder ein paar Kaktusblüten. So, wo genau befinden wir uns jetzt? Da an der Küste, okay. Und noch mehr Löwinnen. So, was ist das hier? Sonnenkraut. Da haben wir ein paar Snapper, okay. Ich hoffe jetzt aber kein Urvieh oder sowas. Das waren viele. Das waren sehr viele Viecher. Okay, so einer wieder. Mehrere von denen. Alter, wie viele sind hier von denen? Jetzt hat der mich... nein, falsche Richtung. Und noch mehr Sandcrawler, natürlich. Hä, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Warte mal, einmal speichern. Natürlich wieder bei solchen Viechern. Der liegt da immer noch tot. So, Wutras. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Der kann nichts beibringen, okay. Die liegen noch tot, keine Ahnung, warum die hier so bleiben. Da haben wir Lester. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hey, warte mal. Was rieche ich denn da? Du stinkst wie ein ganzes Sumpfkrautfeld. Ach das, ja, ich hab was dabei. Das habe ich mir aus Lago besorgt. Hey, ich hab den Orks ein paar Goldstücke abgenommen. Meinst du, du kannst mir was verkaufen? Klar. Nimm das ganze Paket. Danke, Mann. Du bist ein echter Freund. Nice. Und der war auf den Zug, okay. Von der Quest wusste ich jetzt nicht. Wo ist die Wassermagie eigentlich? Nee, jetzt ernsthaft, wo sind die? Achso, ich bin noch nicht in Morasul. Okay, dann gehen wir weiter. Vorausgesetzt, ich finde die Straße wieder. Stimmt, die müssten eigentlich da hinten sein. Und da haben wir wieder eine neue Pflanze. Okay, wo kommst du denn her, hä? Mein Kleiner? Dunkler Snapper. Nee, jetzt ernsthaft, wo kam der denn her? Einfach so aus dem Nichts. Da sind sie. Nix hier. Zeig mir deine Ware. Eine Wasserrobe? Ja gut, aber das darf er haben. Und dunkles Snapperleder. Und die Dinger.
Echt jetzt? Wozu hab ich? Da ist eine Steintafel. Steintafel der Priester? Was habe ich da gehört? Saturas. So, des Wissens, Gewehr mit Lebenskraft, ne? Und nochmal Wolfskraut. Hier waren die Snapper. Okay. So, aber mehr konnte ich jetzt auch mit Saturas und so auch nicht quatschen, ne? Haben die hier eine Möglichkeit zu schlafen? Kann ich hier mich schlafen legen? Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Da oben sind bestimmt Sandcrawler. Hier kann ich mich schlafen legen. So, bis zum nächsten Morgen. Das ist wieder voll. Und speichern. Okay, dafür haben wir ein bisschen Schaden bekommen, aber egal. So, ist das Morasul oder Ishtar? Ne, das ist Morasul. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob der Weg hier noch mit Gefahren bestickt ist. Ruckler. Ich glaube, ich muss einfach aufhören zu sprinten. Ich glaube, daran liegt das. Dass ich sprinte. Endlich wieder hier. Mal gucken, ob hier noch so ein Mühlenstein ist. So, Morgentau. Ja, das werde ich nicht zulassen. Es liegt alles hier sind die Hand. Auch nicht so ganz gut auf uns zu sprechen, habe ich so das Gefühl. Was haben wir hier verbockt gehabt? Nasib? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So ist das. Normaler Händler. Ja, jetzt sind das. Was haben wir hier verbockt? Warte mal. Der Mörder von Ramirez. Ich habe Ramirez gefunden. Ich habe Ramirez gefunden. Gut. Wo ist er?
Er ist tot. Das wird Ningal bestimmt interessieren. Besser, du erzählst es ihm selber. Also sieh zu, dass Nasib dich reinlässt. Hier ist die ausgesetzte Belohnung. Oh, nice. Bring mir was über die Jagd bei. Okay, ich darf ja rein. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Gonzales? Ja, hier hast du das Gold, gib mir den Tempelschlüssel, 10.000. Wird dir den Tempelschlüssel aus deinen kalten Händen... Nee, Geld wollte ich ihm aber auch nicht geben. Ningal? Anktos. Man muss immer aufpassen, was man so rum erzählt. Könnte dir doch egal sein. Der Paladin? Nee. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Bis jetzt hier auch noch kein Mühlenstein, ne? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Und das Krasse ist irgendwie, ich glaube, Wenzels Schwert, was wir hier haben, ist jetzt bis jetzt das Mächtigste, was wir haben. Ich weiß jetzt nicht, wie mächtig noch andere Waffen werden können. Aber das ist bis jetzt das Mächtigste. So, wenn wir weiter in diese Richtung gehen, ich speichere trotzdem mal einmal. Kommen wir irgendwann bei oder in Ishtar an. Wo wir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht waren, ne? Ich glaube, den Sprung würden wir nicht überleben. Gibt's hier ein viel zu hoch alles. So, hier müssten wir das schaffen, oder? Ja, das haben wir geschafft. Das war nicht allzu hoch. So, einmal hier ein Ausdauerdrink. Das finde ich irgendwie richtig heftig, so wie groß eigentlich die Ruinen hier sind. Das waren richtig große Städte. Da müssen Dino sein, ne? Ein großer. Ja, ein Urvieh. Der scheint aber noch größer zu sein, der tote Ding. Und gut, dass der tot ist. Gegen den wüsste ich jetzt auch nicht anzutreten. Und die Urviecher sind ja schon groß. Okay, gleich kommt Sandcrawler auf uns zu. Von irgendwo. Da. Okay, wir müssen in die Richtung. Da müsste vielleicht irgendwo ein Weg sein. Nach Ishtar. So eine Einbiegung, Einfahrt, sage ich jetzt mal.
Ja, komm, wir rennen an denen vorbei. Da! Was zur Hölle ist denn da passiert? Schauen wir uns irgendwann anders an. Wenn wir alle dem mächtig sind, sage ich jetzt mal so. Diese Ruinen müssen wir auch irgendwann mal auf jeden Fall richtig erkunden. So, jetzt müssen wir mehr in Richtung Norden, würde ich mal behaupten. Oder vielleicht da irgendwie hochklettern, versuchen. Ich glaube, da vorne ist schon Ishtar. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir hier hoch? Bis jetzt, ja. So, die Straße müsste auch irgendwann da auftauchen. Die Frage ist nur, ist die jetzt... Ach komm, wir gehen so da direkt hin. Vielleicht speichern wir auch noch einmal kurz. Gehört das hier schon zu Ishtar? Ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Da vorne ist die Straße. Was haben wir da vorne? So, Giacomo. Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn Giacomo. Du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat hier 8 Wasser. Nehmen wir. Können wir noch mehr Heiltränke machen? Eine Assassine? Sklave? Noch ein Sklave. Noch ein Sklave. Was ist denn da hinten? So, noch ein Heilwurz. Perfekt. Königsdistel. So, Kaffer. Okay, Kaffer ist nicht relevant. Assassine. Okay, hier ist noch nichts wirklich relevant bei denen da oben. Da haben wir wieder so einen seltsamen Pilz. Und noch ein Snapperkraut.
Und noch eine Heilwurzel, perfekt. Nee, Ishtar waren wir wirklich noch gar nicht. Ich speichere einmal. So, Elitekrieger. Halt! Solange du kein Freund bist, wirst du die Stadt nicht betreten. Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du bist kein Freund der Assassinen. Ich vertraue dir nicht. Wir haben gespeichert. Ich speichere vorsichtshalber noch einmal. Was passiert, wenn wir einfach so reinrennen? Halt! Keinen Schritt weiter! Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst etwas erleben! Ich will trotzdem rein. Ich will's riskieren. Du willst es nicht anders! Verschwinde! Bleib stehen, du Hund! So. Wir sind drinnen. Die Wachen tun uns nichts, hä? Eisenheim. Verschwinde! Verschwinde! So, suchen wir mal Zuben. Verschwinde. Ja, verschwinde. So, du bist Zubin? Verschwinde. Zum letzten Mal. Raus. Alarm, Eindringling. Alarm, Eindringling. Okay, wir haben zumindest Zubin einmal gesehen. Aber sieht ganz schön nett aus hier. So. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Verschwinde! Wie die alle ein Problem mit mir haben. Verschwinde! Alarm, ein bisschen Blödsinn darf man ja auch machen. Wolltest du einmal angesehen haben? Hallo. Hier schon, wenn ich. Alarm, Eindringling! Alarm, Eindringling! Ja, verschwinde! So. Verschwinde! Okay, wir können nur auf diese Art. Zum letzten Mal. Raus! Du willst es nicht anders! So, aber okay, wir können noch mal laden. Ich wollte zumindest einmal gucken, was passiert und wie es dann aussieht, wie es drinnen aussieht und alles. Was war das denn eigentlich für ein Schwert, was der da jetzt auf dem einen Bild hatte? Den hätte ich gerne. So, aber ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.